Wir haben einen Gast. Hallo, wir Gast. Ein Gast. Hallo. Super. Der Gast muss sich erstmal da so putzen. Ja. Gar kein Problem. Das ist alles live. Ja, ja, weiß ich schon. Genau. Möchtest du dich dazu setzen? Ah, ich bin der Luca. Freut mich, ja. Ich komme von der Konkurrenz sozusagen. Ja, ja, dann können wir das politisch mal diskutieren. Mitte, links, rechts, wo du hin möchtest. Auch links ist immer gut. Ja, links ist immer gut. Dann kommen wir in die linke Mitte. Linke Mitte. Achso, dann. Mitte links, dann bin ich. Ja, wir nehmen dich in die Mitte. Na gut. Unser erster Gast heute. Das funktioniert. Das ist unbequem hier. Genau. Das hat, glaube ich, was mit Sex zu tun. Mit Sex? Ich habe das angefasst, Mit Fantasie, genau. Ja, herzlich willkommen, Luca. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Also wir haben einen Gast gerade von gegenüber. Ja, hallo, ich bin der Luca. Ich komme vom Infostand gegenüber, quasi von der Konkurrenz, von der Linkspartei. Und der Herr Sascha Endlicher, der hat mich hier gerade angeworben, sozusagen, ob ich nicht mal im Livestream was sagen will. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, um was es hier gehen soll, aber ich dachte, also, ich kann einfach mal rüberkommen und ein bisschen Werbung für die Linkspartei machen vielleicht. Genau, das ist ja unser Interesse, dass halt möglichst viele Menschen auch zu Wort kommen, viele Meinungen zu Wort kommen, dass jeder sich ein Bild macht, welche Partei er dann am Ende wählen möchte, dass man auch öfter einfach selber bestimmen kann. Wir sprechen gerade über Energie und Energiewende und haben da gesagt, Ausnahmen vom EEG, dass die großen Unternehmen befreit werden, alle anderen zahlen, keine gute Idee, solche Ausnahmen streichen. Ja, da sind wir uns sogar einig. Das sehen wir ganz genauso. Ich habe es auch gerade bei dir schon mitbekommen, dass du ja gesagt hast, es kann nicht sein, dass da quasi Anreize gesetzt werden, viel Strom zu verbrauchen. Ja. Das ist umwelttechnisch gesehen totaler Schwachsinn. Also dem sind wir uns auf jeden Fall einig. Die Linke hat da, wenn ich das kurz sagen darf, die Idee, dass quasi so ein Grundstromverbrauch perspektivisch quasi umsonst ist und dass alles, was drüber verbraucht wird, halt ein bisschen teurer ist, weil so werden eben auch Anreize geschaffen, um eben Strom zu sparen. Okay, aber du würdest erstmal sagen, ist so ein Teil davon soll umsonst sein. Also, ja, das ist perspektivisch die Idee. Ja. Also das ist, müssen wir natürlich noch ausarbeiten, das Konzept. Also wir haben uns bei den Piraten auch Gedanken gemacht, wie kann man das denn vermeiden? Das ist ja leider eine Tatsache, dass der Strompreis gestiegen ist die ganzen letzten Jahre und das ist gerade für Leute mit geringem Einkommen oder Leute, die halt Hartz-IV-Bezug haben und dass das für die auch tatsächlich ein Problem ist. Und wir sehen es so, dass man diese Stromkosten dann auch als Teil der Kosten der Unterkunft halt übernehmen sollte, dass es da jetzt nicht mehr auf die Höhe ankommt und das für halt ja Sozialleistungsbezieher, dass wir da sagen, das sollte halt dann auch ein Teil der Sozialleistung sein. Dass die komplett übernommen werden, meinst du? Ja. Ja, das ist prinzipiell eine gute Idee. Ich glaube, so weit sind wir in unserem Programm sogar noch gar nicht. Ja. Aber auf jeden Fall sind halt die Sätze, die für Strom bezahlt werden, sind jetzt schon viel zu niedrig. Also es sind, glaube ich, es ist schon 30 Euro im Monat für Strom vorgesehen und das reicht halt schon hinten und vorne nicht mehr. Was halt da die Frage ist, wie kriegt man das hin, dass der Bedarf, also du hast ja je nachdem, was du für eine Wohnung hast, wie du das bedarfsgerecht machst, wenn du jetzt irgendwie elektrische Wasser, warme Wassersachen hast, weil da noch ein Boiler drin ist, dann hast du einen ganz anderen Strombedarf. Aber das sind, glaube ich, dann nachher Fragen, die man in der Ausgestaltung schon auch lösen kann. Genau. Anderes Thema, was ich ansprechen wollte, auch die Frage, wird es denn eigentlich teurer und warum wird es so teuer? Was in der Diskussion häufig vergessen wird, ist, dass der Strompreis an der Börse halt sinkt. Also durch die großen Mengen von Windenergie und insgesamt erneuerbaren Energien, die haben inzwischen so ungefähr ein Fünftel des Strombedarfs, sinkt der Strompreis an der Börse und was blöde ist, wir merken das nicht, weil unsere Stromversorger uns das nicht weitergeben. Also insofern ist es halt ein Stück weit auch eine Scheindiskussion. Wir wissen, dass wir halt nicht unendlich weiter auf Öl und auf Kohlestrom und auf Erdgas setzen können, weil es halt irgendwie immer schwieriger wird, daran zu kommen und auch immer teurer wird, daran zu kommen. Und deswegen ist halt eigentlich die Frage, die Energiewende macht es billiger. Und wir müssen halt, je früher wir anfangen, desto billiger wird es mittelfristig. Du darfst auch nicht vergessen, was wir mittlerweile so anstellen, um an Öl und so zu kommen. Ne? Ja. Oder Erdgas. Genau. Thema Fracking. Fracking, ich komme aus Kassel, irgendwie Kassel Regionalversammlung, dann kennst du dich Bescheid. Ist extrem fies. Ja. Ja, sind wir auch strikt dagegen, aber ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ja, weiß ich nicht. Fracking verbieten auf jeden Fall, zumindest bis da die Risiken geklärt sind und gewisse Kriege, die jetzt in letzter Zeit geführt wurden, kann man sich ja auch mal fragen, ob da nicht vielleicht das Öl auch eine Rolle gespielt hat. Also allein das ist auch schon ein Argument. Wie steht ihr eigentlich dazu zur Friedenspolitik? Das ist eine schöne Überleitung auf jeden Fall. Also ja, ich denke auch tatsächlich, eine Energiepolitik, die halt auf Erneuerbare setzt, ist auch aktive Friedenspolitik, weil du Erdöl-Pipelines zum Teil verteidigst. Das
Das und das, wo wir über Friedenspolitik gerade sprechen. Ja, traurig, ne? Und du hast halt ganz viele Ressourcenkonflikte, auch in Afrika, irgendwie in Mali, auch im Warenabbau. Also wenn man guckt, wo es knallt, dann hat es häufig auch was mit Energie zu tun. Und wir als Piraten hier, um jetzt zum außenpolitischen Teil zu kommen, wollen halt tatsächlich sehr frühzeitig auf diplomatischem Wege, auf entwicklungspolitischem Wege halt diese Konflikte früh erkennen und vermeiden. Also wir sind sehr, sehr zurückhaltend beim Einsatz von solchen militärischen Interventionen. Wir denken, man muss viel, viel mehr diplomatisch machen. Glauben auch, man muss an dieser grundlegenden Ungleichverteilung, an der Armut in vielen Teilen der Welt und diese großen Wohlstandsgefälle. Man muss da halt auch die Ursache erkennen dafür, dass es halt an vielen Stellen knallt. Also, dass wir auf die Kosten von anderen Ländern und auch von den Wohnschätzen von anderen Ländern halt hier reich werden und es uns gut geht und woanders halt große Konflikte bestehen. Das muss uns halt klar sein, dass wir auch solche Ursachen dann bekämpfen müssen, damit wir nicht nachher in solche Krisen geraten. Ja, ich denke, das sind gute Sachen, die du da sagst. Du hast jetzt gesagt, ihr seid sehr zurückhaltend bei militärischen Interventionen. Was genau heißt sehr zurückhaltend, frage ich mich gerade. Die Piraten sind keine pazifistische Partei in dem Sinne. Also wir sagen schon, dass wir eine Bundeswehr brauchen. Wir sagen auch, dass es Situationen geben kann, in denen militärisches Eingreifen angezeigt ist. Das muss dann über eine gemeinsame Position vom UN-Sicherheitsrat sein. Insofern wollen wir auch diese internationalen Institutionen stärken und sagen, die müssen demokratischer gestalten. Wir müssen sicherlich in eine geänderte Welt, da müssen sicherlich auch mehr Länder mitreden können, als der Sicherheitsrat im Moment ist. Aber dann ist auch militärisches Eingreifen in bestimmten Fällen möglich. Also ich glaube, in dem Punkt wären wir uns da nicht einig. Die Linke sagt einfach ganz klar, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, weil Krieg nie Probleme löst und Bomben einfach keinen Frieden schaffen können. Und meiner Ansicht nach ist es auch sehr vernünftig, weil mit einem Krieg, mit Bomben, triffst du nie die Leute, die du treffen willst, sozusagen. Du triffst nie die Leute, die verantwortlich sind. Du triffst immer Leute und vertreibst Leute, die Zivilisten sind, die nichts damit zu tun haben, die vielleicht auch mit Politik gar nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen. Und es gibt einfach keinen sauberen Krieg. Auch zum Beispiel Syrien jetzt, die USA, die tun ja jetzt so, als könnte man da einfach mal 2 Tage bombardieren, wenn man das denn will, und dann hört man auch wieder auf. Das ist totaler Schwachsinn. Die wissen überhaupt nicht, wie Assad dann reagiert, die wissen nicht, wie Saudi-Arabien, wie der Iran reagiert, wie die ganzen Länder drumherum reagieren. Die können damit einen richtigen Flächenbrand auslösen. Das ist halt einfach zynisch, dann jetzt zu sagen, es geht dabei um Menschenrechte und sonst irgendwas, das geht einfach um außenpolitische Interessen. Und deswegen sagen wir einfach, Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Das kann nicht sein, weil man schafft sich damit einfach. Wir liefern damit auch Al-Qaida zum Beispiel, die wir ja bekämpfen wollen. Einmal beliefern sie in Syrien mit Waffen, aber in den Ländern, wo wir sie angeblich bekämpfen, liefert ihnen ja wirklich die Argumente. Ja? Wenn du dann deinen Vater, deine Mutter und deinen Bruder bei einem Bombenangriff verloren hast und dann Al-Qaida kommt, ja hier, die wollen wir bekämpfen, natürlich sagen wir, bin ich nicht dabei. Und deswegen kann ich mir, ein Satz noch, ich kann mir auch keine Situation vorstellen, jetzt aktuell heute, wo irgendwie ein Krieg irgendwie gerechtfertigt sein könnte. Weil, wie gesagt, das schafft man mehr Probleme und die Probleme, die man hatte, das ja, das sehe ich ziemlich ähnlich. Es ist halt immer, bei uns ist es halt so, wir haben einmal unser Wahlprogramm und unsere ganzen Pamphlete, wo wir wirklich basisdemokratisch entschieden haben, wo wir momentan stehen. Aber auch innerhalb der Piratenpartei gibt es natürlich verschiedene Strömungen und ich bin zum Beispiel bei dem, was du gerade gesagt hast, sehr nah bei dir. Man darf nämlich zum Beispiel auch nicht vergessen, du hast gerade gesagt, dass wenn die Amerikaner da jetzt zwei Tage oder 3 Stunden da mal ein paar Bomben fallen lassen, was mit den umliegenden Regionen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Soldaten in der Türkei stehen haben an der Grenze. Ja, und wenn die Türken dann da plötzlich mitmischen wollen oder müssen oder wie auch immer man das dann am Ende bezeichnet, wir haben da unsere Raketensysteme stehen, dann sind wir plötzlich ganz fett mit dabei. Ja, also das sind so Punkte, die darf man am Ende nicht vergessen. Ja. Und wir sollten eigentlich auch aus unserer Geschichte gelernt haben, dass so Angriffskriege und überhaupt Interventionen militärischer Art nicht unbedingt das Mittel der Wahl sein sollen. Also da sind wir tatsächlich sehr nah beieinander. Ich finde halt auch diese Argumentation relativ cool. Nach dem Motto, ja, da seien hat einen Angriff stattgefunden und das könnte man ja nicht ungestraft lassen. Aber es gibt auch eine UN-Charta sozusagen, es gibt internationales Recht. Da steht drin, was für so einen Angriff vorgesehen ist, nämlich eine Anklage vom Internationalen Strafgerichtshof. Da steht nichts davon drin von einem Angriff.
und dann kriegst, da steht überhaupt nichts davon drin. Also es wird immer so getan, als müsste das jetzt eine Strafe sein. Und was noch dazu kommt, man müsste ja erstmal wissen, wer das jetzt wirklich war. Also die Russen, behaupten jetzt, sie wüssten ganz genau, dass es die Rebellen waren. Die Amerikaner behaupten, sie wüssten ganz genau, dass es der Assad war. Meiner Ansicht nach lügen beide. In der Syrien-Frage bin ich da auch absolut bei dir. Also in der Syrien-Frage würde ich auch auf jeden Fall nicht militärisch eingreifen. Und da glaube ich, ist ein ganz wesentliches Problem, dass da extrem viel Waffenlieferungen auch vom Westen reingelaufen sind. Also irgendwie es gibt Berichte, dass die Türkei Sachen da reinsickern, der Russland liefert Waffen, der Iran liefert Waffen, aber Saudi-Arabien und Katar ja auch liefern Waffen. Wir selber irgendwie, ist ja gestern erst rausgekommen, dass mit dem deutschen Giftgas. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber es ist natürlich der größte Waffenexporteur sind wir ja nach wie vor. Ganz genau. Drittgrößter, ne? Drittgrößter. Ja. Also insofern. Ja, drittgrößter, glaube ich. Drittgrößter, meine ich. Der größte ist. Ja, gut, man muss ja jetzt zweiter oder drittgrößter auf jeden Fall. Also, wir haben zum Beispiel in Kassel mit den Linken zusammen auch gegen diese Rüstungsexporte damals demonstriert, als die Panzerlieferungen da waren. Das ist halt schon ein Unding, dass du auf der einen Seite dich halt daran bereicherst, dass du an Regime, die Demonstranten unterdrücken, die Initiativebewegung unterdrücken, einmal die Panzer lieferst und dich hinterher beschwerst, wenn die dann irgendwo stehen und dann irgendwelche Bewegungen, die eigentlich dir wohlgesonnen sind, niederschlägst. Das ist ja scheuern, schissen. Ja, ich wollte noch kurz was sagen, weil nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das, was gerade gesagt wurde, ja, Panzer wurden dort beschafft, um gegen die Bevölkerung und so weiter vorzugehen. Die hatten Räumschilder und alles. Also das ist in Saudi-Arabien jetzt, ne? Ja, genau. Das hat nichts damit zu tun, dass sich da Soldaten auf dem Schlachtfeld gegenüber gestanden haben. Das ist gezielt Krieg gegen die Bevölkerung. Nur mal, um das zu kontrollieren. Ja, das ist richtig und das ist auch ganz witzig. Ich habe mal unseren Bundestagsabgeordneten hier in Gießen, den Frau noch mal einen Brief geschrieben, deswegen jetzt eine neue Panzerlieferungen geplant waren nach Saudi-Arabien und da kam man eben zurück, sowas klausuliert, so ja, wir hoffen, dass wir damit längerfristig zur Stabilität in der Region beitragen. Und natürlich trägt man damit zur Stabilität bei, wenn man einfach verhindert, dass die Leute überhaupt auf die Straße gehen, weil sie wissen, dass sofort mit Panzern abgeräumt werden. Deswegen sind wir zum Beispiel auch konsequent gegen Rüstungsexporte aller Art. In Krisengebieten sowieso nicht, aber auch andere Rüstungsexporte, nein. Weil jede Waffe findet irgendwie ihren Krieg. Es kann gut passieren oder es ist auch sehr wahrscheinlich, dass wenn jetzt die Amerikaner zum Beispiel in Syrien eingreifen würden, dass deutsche Waffen oder vielleicht sogar amerikanische Waffen in irgendeiner Form den Weg dahin gefunden haben und dann gegen die eigenen Soldaten quasi eingesetzt werden. Deswegen okay. Sagen wir einfach, Waffen in die Welt verteilen ist einfach eine ganz schlechte Idee, weil sobald die Waffen ausgeliefert sind, du hast keine Ahnung, was in dem Land in 5 Jahren passiert, du hast keine Ahnung, wer an die Waffen im Endeffekt kommt, wer die Waffen irgendwie weiterverbreitet. Deswegen sagen wir einfach konsequent Rüstungsexporte, nein, wird verboten. Und damit Geld zu verdienen. Wir verdienen auch unser Geld damit. Das ist auch ein aus Deutschland raus exportieren, sondern nur für die Bundeswehr herstellen. Ja, Bundeswehr, da sind wir zum Beispiel auch dafür, die Stadt zu verschlanken und die wirklich zu einer reinen Verteidigungsarmee umzubauen. Also wirklich stark, ich glaube, halbieren wollen wir es. Auf die Zahlen darf ich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, wirklich halbieren. Auf jeden Fall stark runterfahren und wirklich zu einer reinen Verteidigungsarmee machen. Und natürlich hat auch keiner was dagegen, wenn zum Beispiel bei einer Hochwasserkatastrophe die Bundeswehr dann hilft. Nur meiner Meinung nach, dafür braucht man auch keine Bundeswehr. Dafür reicht auch ein ziviler Katastrophenschutz. Ist dieses Verfassungsgerichtsurteil zum Einsatz der Bundeswehr im Innern, ne? Wo nicht mehr kategorisch ausgeschlossen wird, dass auch nicht außerhalb von Katastrophen, Naturkatastrophen Bundeswehr im Innern eingesetzt werden kann. Das hat mir tatsächlich in den letzten 4 Jahren echt Angst gemacht. Nee. Ja, also ich war ja persönlich selber auch 8 Jahre bei der Bundeswehr und als ich da angefangen habe, da gab es dann auch sehr, sehr viel Rechtsunterricht, ja, was darf man als Soldat, welche Befehle muss man befolgen, welche nicht. Da sind auch so ein paar Konzepte rüber uns beigebracht worden, die ich heutzutage leider vermisse. Und zwar sieht es wohl so aus, dass wir ja mittlerweile ganz, ganz stark, oder wir haben mittlerweile eine Berufsarmee, ja, Wehrpflicht ist abgeschafft worden und ich bin jetzt kein expliziter Befürworter einer Wehrpflicht, wie es sie früher gegeben hat, aber ein vergleichbares, ähnliches Modell, was ein gewisses Konzept mit jetzt dazu, berücksichtigt. Und zwar war es so, man nannte das immer den Staatsbürger in Uniform. Das hat, da hat man Konsequenzen aus der NS-Zeit gezogen. Und zwar waren die Leute halt in ihrer kleinen Kaserne drin oder großen Kaserne und waren halt in ihren Elitären, in ihrer Blubberblase. Ja. Und irgendwann haben sie tatsächlich den Kontakt zu der Bevölkerung verloren. Und da war es natürlich dann einfacher, Hans-Peter Müller über den Haufen zu schießen oder festzunehmen, was mit diesem Staatsbürger in Uniform halt nicht mehr so gegeben sein sollte. Es war halt angedacht, ja, die
sind Teilzeitsoldaten, ja, sind nur eine Zeit da und somit kriegt der Kontakt zu der Bevölkerung halt nicht, geht da nicht verloren. Und jetzt sind wir aber wieder dazu übergegangen, eben genau das zu machen. Wir haben wieder eine Berufsarmee und ich habe in den 8 Jahren selber bemerkt, dass man in der Situation doch einiges an Kontakte verliert. Ich bin von Osnabrück nach Frankenberg gezogen, nach 4 Jahren Bundeswehrzeit, um dann die letzten 4 Jahre dann am Ende zu machen. Und ich habe 99,9% meiner Freunde aus Osnabrück verloren, weil es einfach über die Distanz nicht möglich gewesen ist und weil man da einfach die ganze Woche verbringt und man geht natürlich dort auch, gerade in so Orten, wo nicht allzu viel los ist, die Leute, die halt kommen irgendwo hin. Ja. Und das ist ein starkes Problem, was ich da sehe. Da muss man wieder aufpassen. Es ist auch mittlerweile so weit gekommen, dass wir immer mehr, ich weiß nicht mehr, wie die Teile heißen, das sind so lokale Response-Teams, wenn man so möchte. Das sind kleine Einheiten, Spezialeinheiten, die ganz gezielt darauf ausgebildet werden, gegen Demonstranten, Krisenreaktionskräfte, dankeschön, um gezielt gegen Demonstranten vorzugehen. Die werden extra, das haben wir bei uns in der Kaserne auch eine Zeit lang gemacht, dass man da wirklich drauf geschult wird. Wie geht man gegen Demonstranten vor? Ja, mit diesen Schutzschildern, die man da hat und dass man Querulanten rauszieht und nach hinten schafft und all solche Geschichten. Also da wird es ganz aufgefallen. So, ne? Ja, ja, ganz genau. Oder Frankfurt, was wir jetzt vor kurzem erst wieder hatten, das war zwar Polizei, aber die Tendenz, an die das da gerade abdriftet, die ist arg, denke ich mal. Aber ich finde, du hast da gerade einen interessanten Punkt angesprochen mit der Berufsarmee. Das hat ja auch zur Folge, dass die Bundeswehr quasi werben muss. Wisst ihr, wo die das machen? Unter anderem? Schulen. Deswegen sagen wir auch ganz klar, wir wollen ein Kooperationsverbot mit Schulen der Bundeswehr. Also die Bundeswehr darf nicht, wir müssen uns dann werben fürs Sterben. Und es wird dann so dargestellt, als wäre das eine interessante Zukunftsaussicht und interessante Berufsperspektiven. Das finde ich schon mal relativ zynisch. Also tolle Perspektiven, im Sarg nach Hause geschickt zu werden. Also meine Perspektive für meine Zukunft ist eine andere. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht explizit sagen, ob wir da was im Wahlprogramm oder im Grundsatzprogramm bei uns haben oder wie unsere Position da offiziell aussieht. Ja, weil ich möchte nochmal betonen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was alles basisdemokratisch verabschiedet wurde, wofür wir gemeinsam stehen und werben, und das, was jeder Einzelne von uns denkt. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe kein Interesse daran, dass wenn ich mal Kinder haben sollte, wenn das immer vorkommt, dass sie dann davon von irgendwelchen schicken Leuten in schicken Uniformen dazu überredet werden, da am Ende einzutreten. Ich war bei der Bundeswehr 8 Jahre lang und habe gesehen, was das für ein Verein ist. Ja, also ich kann da nicht viel Gutes drüber berichten. Aber da kommen wir, ich glaube, da kommen wir genau in dieses Spannungsfeld. Wir haben jetzt keine Wehrpflichtarmee, sondern eine Berufsarmee. Also wir wollen trotzdem noch eigentlich diesen Staatsbürger in Uniform haben. Und wir wollen halt trotzdem gut ausgebildete Leute, die halt dicht an der Gesellschaft dran sind, irgendwie in der Armee haben. Und insofern möchte ich halt nicht, dass jetzt nur Leute, die aus wirtschaftlicher Verzweiflung zur Armee gehen und sich da dann irgendwie in alles einfügen und sagen, na, ich bin so abhängig davon, dass ich hier regelmäßig mein Zeug kriege, das halte ich auch für gefährlich. Ja, Schulen sind da mit Sicherheit nicht der richtige Platz und wir haben uns auch beim Hessentag an den Aktionen beteiligt. Aber jetzt die Bundeswehr dafür zu verurteilen, dass sie überhaupt Leute rekrutieren möchten, das würde ich halt auch nicht machen, weil wir brauchen eine Bundeswehr, da gehe ich von aus, irgendwie abschaffen würde ich sie nicht. Und wir müssen halt sehen, dass sie halt trotzdem mit guten Leuten ausgestattet ist, weil die sitzen halt auf unseren Waffen. Und die sind im Zweifel halt echt wichtig. Da hat man in Ägypten in dem ersten Frühling gesehen, als es dann darum ging, das Militär hat entschieden, wir schießen nicht auf die Demonstranten. Was halt damit zusammenhängt, dass sie relativ gut mit der Gesellschaft verbunden waren. Also ich sehe das, da sprichst du was an, das ist auf jeden Fall so. Wir sehen das ja in Amerika, dass gerade die sozial schlechter Gestellten in die Armee eintreten und da im Irak und sonst wo verheizt worden sind, ganz, ganz an vorne, an der vordersten Front. Das möchte ich natürlich auch nicht. Und so sehe ich mir ein Utopia wünsche, wo keine Armee mehr auf diesem Planeten rumlaufen. Es ist leider Gottes noch nicht wirklich realisierbar. Ja, selbst wenn wir bei uns... Ist das realisierbar? Ja, auf lange Sicht. Ja, aber selbst wenn... Der muss ja mal anfangen. Selbstverständlich. Hast du da ein Konzept, wie man das am besten machen könnte? Weil wenn wir nämlich einfach sagen, okay, wir machen jetzt die Bundeswehr zu, haben wir vielleicht, weil wir noch in Europa wohnen und noch andere Freunde drumherum haben, haben wir vielleicht noch, ist es noch okay? Ja, zu machen habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, unsere konkreten Positionen sind so möglich, die Bundeswehr verschlanken, zu einer reinen Verteidigungsarmee umbauen, die nicht mehr, auch strukturell nicht mehr angriffsfähig ist.
dass er auch keine Bedrohung mehr darstellen kann. Einfach, selbst wenn man es nutzen kann, dann keine Bedrohung mehr darstellen. Das ist eine reine Verteidigungsarmee. Keine Rüstungsexporte mehr. Absolut nicht. Nirgendwo hin. In Krisengebieten erst recht nicht, aber auch sonst nirgendwo hin nicht. Wie gesagt, sowas wie waffenfähige Chemikalien aus Syrien liefern, egal ob das jetzt gut gemeint war oder was immer damit gemacht werden sollte. Also kann man nicht vorstellen, dass damals nicht bekannt war, dass Syrien ein fragwürdiges Pflaster ist oder werden kann, und da liefert man solche Waffen nicht hin. Ganz einfach, das ist unser Konzept. Da fangen wir an. Und dann ist man auch in der Position, wenn wir keine Waffen mehr zum Beispiel, wenn die USA zum Beispiel, oder egal wer, keine Waffen mehr nach Syrien liefern würden, dann hätte man auch ein Argument Russland gegenüber zu sagen, dann stellt ihr doch mal eure Waffenlieferungen rein. Dann hätte man eine ganz andere Verhandlungsbasis. Solange der Westen irgendwie Waffen liefert, kann der von niemandem verlangen, keine Waffen dahin zu liefern. Solange der Westen eine Atombombe hat, solange die USA eine Atombombe haben, können die von keinem Land, nicht vom Iran und auch nicht von Syrien und sonst irgendjemand verlangen, keine Atombombe zu haben. Geht ja, nicht. Das ist halt, man kann nicht sagen, ich darf eine Atombombe haben, du darfst das nicht, weil du irgendwie mir nicht passt. Also tatsächlich wird es ja aber anders gemacht im Moment. Also, ja, es wird gleich. Aber also, deswegen sage ich das. Das ist ja ein Grund dafür, dass es halt große Konflikte gibt. Ja, aber die Frage war ja eben, was denn mein Konzept, wäre, da mal anzufangen, sich in so einem zu bewegen. Das wäre mein Konzept. Wir fangen bei uns selber an, dass wir eben das Bedrohungspotenzial irgendwie abnehmen und halt keine Waffen mehr liefern. Und das ist unser Anfang. Und dann ist man nämlich auch in der Verhandlungsbasis zu sagen, ja, okay, wir liefern keine Waffen, wir haben keine Atombombe, deswegen ist es auch gemacht. Dann ist man in einer ganz anderen Verhandlungsposition. Aber so ist es ja nicht. Es werden ja immer mehr Bedrohungspotenziale aufgebaut. Ja, wir stellen die Patriot-Raketen da in die Türkei, weil es könnte ja was passieren. Also wir wollen ja nicht, aber es könnte ja was passieren. Die andere Seite macht es genauso. Ja gut, wir wollten ja keinen Krieg, aber wenn die ihre Raketen da hinstellen, dann müssen wir halt auch ein bisschen aufrüsten. So schaukelt sich das ja immer wieder hoch. Geht die Spirale, die muss man doch mal durchbrechen. Um diese Waffenlieferung einzudämmen, sind zwei Forderungen von den Piraten nochmal, dass man dieses Sicherheitsgremium, was da die Exporte genehmigt, ist ja ein geheimes Gremium. Da hast du ja überhaupt keinen Einblick, was da passiert. Und sie sind, glaube ich, Leute, die da drin sind, die extrem von Lobbyisten bearbeitet werden. Und ich glaube, da wäre es eine große Hilfe, wenn das öffentlich tragen würde, dass man da mehr Einblick hat, was passiert. Und dass man auch weitere, dass man diesen Begriff von Waffenexporten erweitert. Wenn jetzt zum Beispiel so Überwachungstechnologie, was wir nach Libyen geliefert haben, zum Beispiel aus Deutschland, was Drohnentechnologie ist, was jetzt halt auch zu Überwachungszwecken, aber auch bewaffnete Drohnen laufen kann, das muss halt auf jeden Fall auch unter diesen Waffenexporten fallen, damit man auch solche Sachen woanders hinliefert und dann hinterher damit alles in den Weg schafft. Also kann man so sagen, ihr wollt es quasi transparenter machen und irgendwie eindämmen, aber grundsätzlich ablehnen tut ihr es nicht. Waffenexporte grundsätzlich ablehnen, würde ich jetzt nicht. Alleine deswegen, wenn du zum Beispiel guckst, Airbus oder EADS, wenn die einen Airbus bauen, oder so ein Airbus N400, wie auch immer die Dinger heißen, die sind ja darauf angewiesen, aus unterschiedlichen Ländern die Dinger zusammenzufügen, um dann hinterher so ein Flugzeug daraus zu machen. Und im Rahmen von Europa kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch Waffenlieferungen miteinander austauscht, weil man ja auch gemeinsame Sicherheitspolitik hat. Deswegen würde ich ein konsequentes überhaupt nicht aus Deutschland raus exportieren, glaube ich, passt nicht zu dem, was wir im Moment für Strukturen haben. Ja, okay, das war jetzt deine Meinung. Ich hätte mich jetzt mal interessiert, was ihr da so konkret für Positionen habt, wenn du das ungefähr also weißt. Allgemein zur Bundeswehr, Außenpolitik. Wir haben im Programm halt keine Ablehnung von Waffenlieferungen. Wir haben halt diese Forderung nach dem transparenten Exportgremium oder Sicherheitsgremium. Wir wollen halt mehr Diplomatie, wir wollen friedliche Lösungen für Konflikte in den Vordergrund stellen. Wir wollen eine transparente europäische Außenpolitik, was glaube ich ein extrem mächtiger Punkt ist. Wenn du nach außen hin offen und ehrlich sagst, irgendwie das sind meine Interessen im Ausland und das werde ich tun, um das durchzusetzen, dann schaffst du vielleicht eine gewisse Verlässlichkeit. Das heißt aber natürlich, dass du wirklich ehrlich sein musst. Da sind wir auch einer Meinung, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Das versucht die Linke ja auch im Bundestag immer aufzudecken, was da tatsächlich für Interessen hinterstehen. Ganz genau. Entschuldigung. So, jetzt ist draußen. Was hinter solchen Angriffskriegen auch teilweise für Interessen hinterstehen. Aber um das mal konsequent zu sagen, also ich kann jetzt schon noch mit Recht sagen, die Linke ist die einzige die Friedenspartei. Im Bundestag sowieso, aber da kann ich die Piraten jetzt mit reinnehmen, oder? Also die Friedenspolitik im Vordergrund sind wir auch. Wir sind aber keine Partei, die kategorisch die hier ausschließen. Also ist die Linke die einzige Partei, die Friedenspartei? Nein, ich glaube, das kannst du so nicht sagen, weil auch solange es Militär gibt, gehört auch eine gewisse Bewaffnung irgendwie zu der Erhaltung des Friedens dazu. Und das heißt ja auch nicht, dass wir auf dieser Position irgendwie immer beharren werden. Ja, es gibt noch
Verhandlungspotenzial und wenn auch von anderen Parteien gute Ideen umgesetzt werden, die Argumente da schlüssig sind, das scheuen wir uns auch nicht, dann am Ende diese Position zu übernehmen, vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen oder zu erweitern oder abzuspielen, je nachdem, was gerade passt. Also ich mag nämlich genau dieses Blockdenken. Ja, ich fände es schön, wenn man da viel zusammenarbeiten könnte, um Positionen zu entwickeln, weil dieses Lagerdenken, das führt nämlich dann am Ende auch genau dazu, dass man am Ende einen Stillstand hat. Gegeneinander arbeiten, aber wir haben alle irgendwo unsere Interessen, wir sind alle in irgendeiner Form garantiert berechtigt, ja, und wenn man da Kommunikation tritt und dann miteinander verhandelt und arbeitet, das wäre schon ein schönes Ding. Ja. Ja, also ich wollte ja auch jetzt kein Lagerding übergehen. Also wir waren ja auch bei vielen Punkten, denke ich, einig, was Transparenz angeht und sowas. Und auch die Dinge Politik. Also, das ist mir jetzt nicht weit verstanden zu werden. Ich wollte jetzt nicht so propagieren, dass Jaki hat recht. Die ganze Zeit uns egal. Deswegen sitze ich ja auch hier. Das ist verdammt cool. Wir haben ja offiziell auch dazu eingeladen, dass die Leute hier kommen. Und ist das super angeboten. Nein, ich, also ich wollte jetzt wirklich kein Lagerdecken drüber gehen. Das hat mich nur wirklich mal interessiert, weil ich es wirklich nicht weiß, was die Leben gerade so gesehen hat. Aber also aus so einem Grund bin ich halt auch bei der Linken. Natürlich unterschreibe ich auch nicht jedes einzelne Wort, was da im Programm steht. Ich habe da bestimmt auch Sachen, wo ich sagen würde, okay, würde ich das so vielleicht nicht sagen. Aber da stimmt halt für mich das Gesamtpaket einfach nicht mehr. Ich aber gerade was diese konsequente Friedenspolitik angeht, das ist halt so ein Hauptthema von mir, das habe ich gemerkt. Ja, eher beim Personen, also ich, wenn ich jetzt voll aus was gegen den Rat hätte, dann hätte ich hier. Ich würde vorschlagen, wir versuchen mal den Dreh nochmal zu schlagen von der Verteidigungspolitik oder Außenpolitik jetzt nochmal in den Bereich Patentrecht. Weil das wäre so das Thema, was wir nach Energie nochmal angesprochen hätten. Okay. Wir können das ja mal ganz elegant machen. Ich kann nicht so viel dazu sagen, aber ich kann es mal probieren. Genau. Ganz elegant. Zum Beispiel, ich komme aus Kassel, wenn der Krausmacher Wegmann Panzer verkaufen will, dann können wir das direkt aus Kassel raus tun. Wir können das aber auch machen, indem sie Produktionslizenzen für eine bestimmte Fertigungstechnologie an andere Unternehmen vergeben, die dann in anderen Staaten sitzen, die dann andere Regelungen haben und das dann darüber machen. Das wäre zum Beispiel so eine Frage, wo Patentrecht mit der Rüstungsexport kollidiert oder wo man sagt, auch solche Produktionslizenzen müssen halt eigentlich Teil von Rüstungskontrolle sein. Und genau, das war jetzt die Überleitung. Das führt uns nämlich dahin, dass wir sehen, irgendwie, dass Patente halt irgendwie inzwischen unheimlich viel auch Konsequenzen in der Welt haben. Also alleine, wenn man sich jetzt so im letzten Jahr anguckt, wie oft da in der Presse war, Samsung und Apple streiten sich um irgendwelche Patente, wo es zum Teil darum geht, ob ein Bildschirm runde Ecken haben kann oder kantige Ecken. Und sehr, sehr einfache Eigenschaften eigentlich plötzlich patentiert sind und sich für Milliarden und Millionen Rechtsanwälte und Firmen darüber streiten, ob man jetzt etwas verkaufen darf oder nicht. Und man sich fragt, hat das jetzt überhaupt noch irgendwas mit Innovation zu tun oder geht es eigentlich nur noch darum, dass man seinen Klienten hindern möchte, irgendwas zu tun? Und ich habe da halt, ja, ich sehe das halt so, dass wir dann ganz gefährliche Entwicklungen haben, dass ich gemeinsames Kuscheln hier, dass ich halt dieses Patentrecht eigentlich dazu entwickelt hat, dass große Konzerne sich abschotten können gegen kleine Mitbewerber. Wenn du jetzt Existenzgründer willst, bist und du möchtest was entwickeln, dann hast du eine riesen Menge an Patenten, die du nicht mehr durchbieten kannst, wo du irgendwie extrem teure Rechtshilfe brauchst, um zu gucken, ob du jetzt irgendwas verletzen könntest. Wenn ein großes Unternehmen kommt, dass es dir nicht passt und das macht dir eine Abmahnklage, irgendwie sagt, du musst es unterlassen, weil ich habe da das und das Patent, dann kannst du im Grunde nur unter größtem Aufwand prüfen, ob das jetzt irgendwie einen Punkt hat oder ob das nur so bluff ist. Und insofern müssen wir uns da auf jeden Fall Gedanken machen, wie man halt diesen Missbrauch von Patenten, dieses nicht mehr für Innovation, sondern nur zur Marktbeherrschung einsetzen von Patenten, wie man das eindämmen kann. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, den wir ansprechen. Was auf jeden Fall einmal ist, dass das eben die Innovation hemmt, weil das ist ja quasi Wissen, was der Gesellschaft auch zur Verfügung stehen könnte und sollte, weil man damit bestimmt auch ganz tolle Sachen anwenden könnte. Und wenn da verschiedene Leute statt gegeneinander mal miteinander arbeiten würden, dann könnte es auch mit Sicherheit viel nützlichere Sachen können, das ja vielleicht noch herstellen. Aber das Problem ist halt, was man sehen muss, wir leben nun mal in einem kapitalistischen System. Und da muss halt jeder seinen Profit machen. Also in dem System, das wir jetzt haben, kannst du kein Unternehmen vorwerfen, dass es nach dem eigenen Vorteil bestrebt ist. Weil das ist das System, was wir im Moment haben und das
propagieren wir quasi und sowas fördern wir. Und in dem System ist, lohnt es sich halt nicht, irgendwie sein Wissen mit anderen zu teilen, weil du nicht weißt, ob wir damit vielleicht irgendwelche Marktanteile wegnehmen, mit denen du sonst jetzt Profit machen können. Und solange wir dieses System haben, können wir das auch. Also wisst ihr, ich finde, da muss man auch wirklich die Systemfragen stellen. Ich glaube, da kann man auch schön nochmal irgendwie Unterschiede herausarbeiten. Weil ich glaube, an der Patentrechtsfrage, da würde ich nämlich noch nicht sagen, das ist dieses grundlegende Kapitalismus, das ist keine Systemfrage, sondern das ist eher eine klassische Rechtsfrage. Da kannst du auch von dem marktwirtschaftlichen Ansatz herkommen und sagst, die Leute, die ein Patent anmelden, holen sich vom Staat ein künstlich garantiertes Monopol. Und der Staat gibt das bereitwillig raus, womöglich auf Basis von einer falschen Annahme, dass dadurch die Innovation und die Wirtschaft insgesamt gefördert würde. Und wenn das nicht stimmen würde, dann würde es dieses Patent nicht geben. Du könntest dich nicht darauf verlassen, dass du für irgendwas Bestimmtes, irgendeine Erfindung dir ein Monopol garantieren lassen kannst und dann irgendwie über 20 Jahre da noch Geld machen kannst, sondern dann wärst du halt gezwungen oder es wäre halt ein Anreiz, dass du mit anderen zusammenarbeitest. Habe ich jetzt nicht verstanden. Also das Patent funktioniert ja so, du sagst, ich habe hier was, ich kann hier was und das kann bisher noch kein anderer gemacht. Und weil ich jetzt so viel Arbeit gehabt habe, das zu erfinden, möchte ich vom Staat eine Garantie, dass ich allen anderen verbieten darf, das Gleiche zu machen. Und dann zahlst du dann einen Beitrag für irgendwas so 1.000 Euro pro Jahr und kannst es dann bis zu 20 Jahre, kannst du allen anderen verbieten, das Gleiche zu machen. Und falls das jemand doch macht, dann sagst du irgendwie, ihr müsst das vernichten oder ihr müsst dafür Zwangslizenzkosten zahlen, dann macht es für die anderen halt richtig teuer. Und an der Stelle hast du halt keinen Markt mehr, sondern du schaffst ein künstliches Monopol. Du verknappst halt die Erlaubnis, irgendwas so zu bauen, dass es besser funktioniert als andere Dinge, die es bisher gab. Wenn du das ohne dieses Monopol hättest, dann hättest du einen Anreiz, dass zum Beispiel Medikamentenhersteller gemeinsam forschen. Irgendwie wir bündeln unsere Kompetenzen und forschen gemeinsam, was rausfinden, dann bauen wir das halt. Und dann versuchen wir beide, das so günstig herzustellen, wie es geht. Oder Automobilindustrie. Und wir forschen ein Crash-System und wir machen das gemeinsam. Und dann gucken wir, dass wir alle dann hinterher das bauen können. Ja, aber wie soll es gehen? Also du sagst, man soll Anreize setzen, dass eben kein Marktmonopol mehr entsteht, sondern eben eine Kooperation. Aber wie soll das dann funktionieren konkret, diese Anreize zu setzen? Du lässt den anderen Anreiz einfach weg. Du sagst nicht irgendwie, du darfst es von anderen verbieten, sondern du sagst irgendwie, du musst bei anderen zulassen, dass sie es auch machen hinterher. Oder du darfst es nicht mehr auf 20 Jahre machen, sondern nur noch auf 10 Jahre oder sowas. Also Verkürzung von Fristen, das ist nicht mehr so langfristig. Und in vielen Bereichen ist es halt auch jetzt schon so, irgendwie Elektronikentwicklung. Das sind viel kürzere Fristen, irgendwie, du brauchst die Anmeldung von einem Patent ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre. Und in der Zeit ist schon das nächste Produkt und kommt auf den Markt. Also an der Stelle hilft es dir gar nicht mehr, aber es hilft dir im Zweifel hinterher, Leuten wieder einen reinzudrücken. Ja, da habe ich noch kurz was fragen. Also ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen. Also du hast jetzt gesagt, ja, man könnte entweder so oder so. Was ist jetzt der konkrete Vorschlag? Also ihr sagt, Patentrecht soll schon beibehalten werden, aber soll nur noch auf 10 Jahre begrenzt statt 20 Jahre oder soll nur noch ein bisschen oder ist also, richtig, oder wie? Wir fordern eine Verkürzung der Fristen. Sie machen schon, wir fordern die Erhöhung der Kosten. Wir fordern, dass du nachweisen musst, dass du ein Patent auch benutzt. Also du kannst halt auch einfach anmelden. Du kannst hinterher andere abmahnen und denen Angst machen irgendwie. Da gibt es Investmentfonds dafür. Da kannst du Geld anlegen für Leute, die dann hinterher versuchen, aus anderen Unternehmen, die irgendwas nochmal machen, Geld rauszupressen. Extrem unangenehme Sache. Ja. Und letzte Sache ist, wir fordern Erhöhung von Gebühren, habe ich gesagt. Für diese Verlängerung. Ja, und letztendlich stellen wir halt dieses System auch schon in Frage. Also mittelfristig muss man darüber nachdenken. Es gibt diesen empirischen Beweis halt nicht, dass die Innovation dahin gefördert wird. Im Softwarebereich hast du eine extrem gute Entwicklung, weil du keine hast. Du hast ein sehr mittelständisch geprägte Unternehmen und so. Also man kann auch einfach mal sich vorstellen, ganz ohne zu gehen. Also ich denke mal, in dem Bereich spielt doch auch noch mit hinein, dass wir sagen, wenn Forschung zum Beispiel aus Steuergeldern finanziert wird, dann soll das am Ende auch der kompletten Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Und dass da keine Patente plötzlich drauf landen und dann steht das exklusiv den Forschern oder der Gruppe dann mal zur Verfügung. Ja, ich denke, das war auch ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich finde, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn Patenten quasi dazu führt, dass man hier im Anwendung entwickelt, hier irgendeine Technologie, mit der man in
Gegenden, wo Wasser schwer zugänglich ist, sauberes Wasser schwer zugänglich ist, das Wasser zum Beispiel nicht reinigen können. Jetzt mal hypothetisch angenommen, ich habe ein konkretes Beispiel. Und wenn man da dann zum Beispiel ein Patent drauf anwendet, ja, dann quasi das die Nutzung erschwert, in einem anderen Land zum Beispiel oder in einer Region, dann finde ich, wird es halt wirklich schädlich. Weil dann wäre eigentlich die Technologie da, um den zu lösen. Es gibt schon ganz viele Technologien, mit denen man die meisten Probleme der Welttechnologie eigentlich lösen könnte. Aber gerade durch so eine Profit-Denken, einfach, dass man an der Erfindung ja Profit machen muss, was ja innerhalb von diesem System auch gerechtfertigt ist. Ja, die Leute haben ja auch Arbeit angesteckt und Zeit. Auch Wissenschaftler müssen von irgendwas leben. Also es ist ja innerhalb von diesem System legitim, dafür auch Geld zu verlangen. Und wenn dann Leute, die halt kein Geld haben, die Technologie aber bräuchten, dann wird halt leider ein Patent drauf. Man muss halt leider auch die Kosten wieder reinnehmen. Damit ist kompliziert, ja. Das sind halt Fragen, die man sich wirklich auch stellen muss. Genau, da wollte ich genau Medikamente. Das ist genau das gute Stichwort. AIDS-Medikamente zum Beispiel in Afrika. Das war jetzt letztens, meine ich noch, vor ein paar Monaten, so ein Bericht im Internet, den ich da gelesen habe, dass da große Verhandlungen angestrebt worden sind, dass dann die Lizenz vielfach günstiger gemacht werden soll, um diese AIDS-Medikamente herzustellen dort. Aber die ganze Pharmaindustrie hat sich da komplett quergestellt. Ne? Und man könnte ganz vielen Leuten da unten helfen, aber nur wegen so einem dämlichen Papier ist das einfach nicht möglich, und die Leute verrecken da. Aber das ist so eine Sache, da wolltest du noch was dazu sagen? Zu dem Thema Medikamente, das war ja auch ein Teil der Kritik an ACTA damals, dass damit halt auch über Generika, die in Europa hätten umgeschlagen werden sollen, dass man die hätte beschlagnahmen und vernichten können, weil halt indische Firmen zum Beispiel sich halt häufig nicht an dieses Patentrecht im Pharmabereich halten und halt da günstigere Medikamente zur Verfügung stellen, was halt den Menschen total hilft. In unserem Rechtsrahmen aber halt nicht läuft, was man ändern kann. Aber das jetzt, um mal was Allgemeines zu sagen, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich, obwohl ich euch immer sympathisch fand, warum ich nicht bei den Piraten bin. Ich finde, ihr habt ganz tolle Ideen auch und ich spreche noch ganz viele wichtige Sachen an. Aber ich habe so das Gefühl, ihr sagt immer so, ja, man könnte ja hier rechtlich ein bisschen was machen und da ein bisschen was drehen und hier ein bisschen mehr Transparenz und da ein bisschen runterschrauben. Aber meiner Meinung nach muss man halt auch manche Sachen grundsätzlich am System einfach etwas ändern. Da muss ich mal wirklich grundsätzlich von dieser Profitlogik einfach entfernen, weil in so einem System setzt man einfach Anreize dazu, dass immer größere Monopole entstehen. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz natürlicher Prozess. Also es ist ganz schwer. Man kann natürlich klar regulieren, also Finanzmärkte zum Beispiel regulieren. Das ist ganz wichtig, dass man das jetzt auch sofort macht. Natürlich, aber langfristig gesehen muss man sich halt denken, der Anreiz, was zu machen, ist immer da. Also man setzt zwar den Anreiz, okay, ich möchte am besten den Markt beherrschen. Dieser Anreiz wird in diesem System immer da sein. Und das wird mir bei den Piraten ein bisschen zu wenig thematisiert. Also ich sage auch nicht, in der Linken gibt es auch ganz viele Reformer, sag ich mal, die vielleicht fast eher ein bisschen Richtung SPD gehen. Also auch dann verschiedene Strömungen, aber so meine ich, das ist jetzt eher so meine persönliche Meinung, würde ich da sagen. Aber das ist halt wie gesagt das, was mir bei den Piraten immer so ein bisschen fehlt. Und dass da grundsätzlich Fragen weniger gespielt werden. Also es gibt bei uns extrem intensive Diskussionen auch um diese Systemfragen. Wir haben eine AG Wirtschaft, wir haben eine AG Finanzpolitik, wo halt genau solche Fragen diskutiert werden. Aber wir sind da einfach nicht festgelegt darauf, dass diese Systemkritik von links irgendwie marxistische Lehre oder sowas, dass das wirklich das ist, was uns da nach vorne bringt. Und insofern, dass wir haben jetzt zum Beispiel uns von den Wachstumszahlen verabschiedet im Programm. Wir sehen Wachstum nicht mehr als Wohlstandsindikator. Das ist, glaube ich, jetzt ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt. Aber das ist so super schwierig verworren, dieses System, dass man da durchaus, also ich sehe im Moment nicht, dass man sich auf eine konkrete Lehre da festlegen kann. Das ist, glaube ich, auch das, was die Piraten im Moment ausmachen, dass er nicht auf vielen verschiedenen Richtungen da die Diskussion einfach läuft, wie wir dieses System verbessern können. Und ja, wir hatten jetzt in Frankfurt die Holbicon, wo wir halt mit Leuten von der TAG gesprochen hatten. Da war jemand von Finance Watch da, also wirklich auch richtig gute Leute. Wir haben mit dem Volker Dillmeier, der bei der Bremer Landesbank ist, gibt es halt Mumble-Termine, wo man mal auf einer anderen Seite diskutieren kann. Das ist, wir sind kritisch, aber was ich an der Linken als andersrum mal immer schwierig finde, da wird immer rausgehauen, der Kapitalismus ist scheiße, Kapitalismuskritik und Antikapitalister, aber das Konkrete, was den Kapitalismus an der Stelle ausmacht, das wird nicht kritisiert, weil das, ich habe immer das Gefühl, da wird die Marktwirtschaft gleich mit abgeschafft.
und dass man sagt, jeder soll frei entscheiden können, was er produzieren möchte, was er anbieten möchte, wo er was kaufen möchte. Das halte ich eigentlich im Sinne von freien System, freie Gesellschaftsordnung, finde ich das extrem wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass die Linke da schon eher auf diese, auf einem klaren und zentral gesteuerten Ansatz setzt. Ich glaube, das wird halt nicht funktionieren. Okay, da muss ich jetzt wirklich was dazu sagen. Also einmal, weil du was von der Lehre gesagt hast, also die Linke ist keine marxistische Partei und keine kommunistische Partei. Vielleicht mal mit einem beliebten Vorurteil auszuhören, das höre ich auch noch mit Vorstand gerade ständig nach den Kommunisten und so. Es ist zunächst mal keine kommunistische Partei und die Linke ist da nicht auf eine Lehre festgelegt. Also es gibt auch in der Linken viele Strömungen, viele Diskussionen um konkrete Wirtschaftspolitik und so. Es gibt auch viele Leute, die wirklich Ahnung haben, Sanna Wagenknecht, weil sie sich jetzt mit Sicherheit gerne noch mehrere Bücher geschrieben, die wirklich gut sind, also die auch. Wenn man die liest, versteht man auch dieses Aktienfinanzgebilde da. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, jetzt seit ich das Buch von ihr gelesen habe, verstehe ich es ein bisschen zumindest. So, das war das eine, was ich sagen wollte. Man muss da keine Missverständnisse aufkommen, also man ist da nicht auf eine Lehre und schon gar nicht auf eine marxistische Lehre festgelegt. Kapitalismuskritik finde ich extrem wichtig. Und was es ums Konkrete geht, da gibt es eben viele Diskussionen, was dann nach dem Kapitalismus oder statt dem Kapitalismus kommt. Da gibt es wirklich viele Diskussionen, aber es ist nicht so, dass wir da einheitlich eine zentralistische Planwirtschaft fordern. Im Gegenteil, es steht auch im Parteiprogramm drin, in der DDR hat sich ja gezeigt, dass es so die Planwirtschaft nicht funktioniert hat, wobei es da auch natürlich ganz viele andere Probleme gab, warum es nicht funktioniert hat. Klammer auf, deswegen muss man nicht gleich alles vertrauen, das Bildungssystem in der DDR zum Beispiel, da kann man sich vielleicht wirklich ein bisschen was von abgucken, eigentlich, was war. Aber nicht die DDR verherrlichen, um Gottes Willen. Das war nur um die Punkte klar zu machen. Ne? Also zentrale Machtwirtschaft, wissen wir schon, hat eh nicht funktioniert und deswegen sagt die Partei an sich nicht, wir wollen Planwirtschaft, das muss es nicht. Wie gesagt, Kapitalismuskritik finde ich wichtig zu sein, auch weil du gesagt hast. Aber wenn du jetzt drei konkrete Punkte, die für dich Kapitalismuskritik beinhaltet? Zum Beispiel der Punkt, den du gesagt hast, jeder soll frei entscheiden, was er kauft, wo er arbeitet, was er produziert. So ist es in der Theorie gedacht, in der Praxis funktioniert es aber leider so nicht. Wir haben noch nicht mal Arbeitsplätze für alle und man kann auch nur entscheiden, was man kauft, wenn man eben das Geld hat, um das zu entscheiden. Das ist das eine Problem und es werden auch im Prinzip das Ziel von Produzierenden von Unternehmen ist, möglichst viel Geld zu machen. Dabei ist es egal, was produziert wird, dabei ist es egal, wie es produziert wird, dabei ist es egal, ob die Produkte die bestmögliche Qualität haben, die sie haben können, ob das Gesundheits- und Umweltstandards entspricht, das sind natürlich dann ethische Fragen, aber so rein von dem, was die Profitlogik vorschreibt, solange Leute bereit sind, dir Geld für das zu geben, was du machst, kannst du es machen. Wenn jemand dich dafür bezahlt, dass du Giftmüll ins Wasser schmeißt oder wenn es billiger ist, als es ordentlich zu entsorgen, dann machst du das. Also diese Profitorientierung wäre was. Ja, das ist so ein konkreter Punkt. Und wie gesagt, halt diese Theorie, dass jeder frei ist zu tun, was er will, das funktioniert nur so weit, indem du es dir auch leisten kannst, zu tun, was du willst. Also ich habe das Glück, dass meine Eltern einigermaßen gut verdient haben. Das heißt, ich konnte studieren und konnte auch sonst viel machen, was ich machen wollte. Also ich habe da halt Glück gehabt, aber das Glück haben halt leider nicht alle. Und die sind einfach ganz vielen Beschränkungen unterworfen. Wenn du gerade, wenn du schon in der armen Familie aufwächst, ist es ganz schwer, wieder rauszukommen. Jetzt bei der Frage drängt sich das natürlich fast auf. Jeder ist nicht frei zu entscheiden, was er machen möchte. Die Sachen, den bedingungslosen Grundeinkommen nochmal aufzugreifen. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, bevor du gekommen bist. Also nämlich genau das Problem. Du hattest halt genau dieses Privileg, dass du aus einer gut betuchten Familie kommst oder halt so gut, dass du zumindest studieren konntest und bestimmte Vorzüge genossen hast. Und mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre es zumindest in der Theorie, in der Praxis musst du das natürlich erstmal beweisen, denkbar, dass dann halt jeder dieses Privileg dann am Ende hat, weil er einfach frei ist, zu entscheiden. Ja, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen das Problem der Profitgier am Ende behebt, das kann ich nicht beurteilen. Ich sehe da keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Aber grundsätzlich ist es etwas, was halt Teilhabe ermöglicht. Ja? Und dann hätte auch jeder erstmal einen Grundstock an Geld, was er dann am Ende wieder ausgeben kann. Ja? Ohne dann am Ende Angst zu haben, dass wenn ich mir heute, ich sag jetzt mal ganz blöd, eine Stereoanlage kaufe, dass ich im nächsten Monat einen Job verloren habe und dann muss ich das Ding mal zum Pfand leihen. Ich kann jetzt noch ganz kurz dazwischen werfen. Im Chat war ein Hinweis, die Mikros ruhig nicht an den Mund nehmen, dann ist der Ton nicht zu verstehen, sonst ist es ein bisschen leise. Grundeinkommen finde ich einen wichtigen Punkt, also auch gute Argumente, die du da gebracht hast. Ich bin mir nicht ganz entschieden, ob ich dafür bin. Es gibt in der Linkspartei eine Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, also es gibt auch eine Linkspartei. Wir haben es auch im Wahlprogramm drin stehen, dass wir eine Enquete-Kommission im Bundestag einrichten wollen, die sich eben genau damit beschäftigt.
Ich höre dich dran. Also man kann da, wir können uns da gerne drüber unterhalten, was man da machen kann. Ich finde es prinzipiell eine sehr gute Idee. Einmal, weil es eben auch von dieser Logik weggeht, nur wer arbeitet, ist was wert und nur wer arbeitet, hat Geld. Und die anderen werden mit eben so ein bisschen was abgespeist, was man dann am besten noch sanktionieren. Gerade um sich von der Logik mal wegzubewegen, weil ich auch nicht glaube, dass Menschen wirklich nur durch das Arbeitszwang sozusagen motivierbar sind, sondern ich glaube, dass die allermeisten, mit Sicherheit gibt es auch wenige Ausnahmen, denen es reicht, den ganzen Tag zu Hause und Fernsehen zu gucken. Aber wenn die das machen wollen, wollen die das von mir aus gerne machen. Das ist mir lieber, als wenn sie mir Versicherungsverträge verkaufen, die ich nicht brauche. Also jetzt bin ich ich glaube, dass Menschen sich wirklich einbringen wollen in die Gesellschaft. Und auch wenn quasi für das Auskommen mit dem Grundeinkommen gesorgt wäre, dann eben viel mehr Freiheiten sind, eben das zu tun, was man wirklich für wichtig hält und sich dann wirklich persönlich zu entfalten. Also was das angeht, bin ich wirklich gut. Die Argumente, die dagegen kommen, auch aus linken Kreisen, die ich auch nicht ungerechtfertigt finde, so innerhalb von diesem System jetzt, könnte es halt schwierig sein, weil dann immer die Gefahr besteht, dass dann neoliberale Denker auf die Idee kommen, gut, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann verhungert ja keiner mehr, dann brauchen wir ja keinen Mutterschutz mehr, dann brauchen wir ja keine Renten- oder Arbeitslosenversicherung mehr, dann brauchen wir auch keinen Mindestlohn, weil es verdient ja eh schon genug, dann können wir für 2-3 Stunden arbeiten. Und das ist wirklich ein gutes Argument. Deswegen finde ich, mit dem Grundeinkommen bräuchte man aller mindestens einen Mindestlohn dazu, damit eben genau sowas nicht passiert. Und in diese anderen Sachen muss man sich eben auch kümmern, dass dann Leute nicht auf die Idee kommen und zu sagen, gut, dann brauchen wir eben auch keine soziale Absicherung mehr, weil ihr seid ja schon über Grundeinkommen. Ja, da hast du auch verdammt viele super Sachen angesprochen und bevor ich jetzt überhaupt niemals ausführe, möchte ich mich mal ganz offiziell bei der Linken entschuldigen. Ich habe mich ganz am Anfang gesagt, dass die Piraten die einzigen sind, die das in ihrem Wahlprogramm drinstehen haben. Also die Linke sind es auch, ja? Nur kannst du das mal zu bestätigen. Wir geben auch Fehler ganz gerne mal zu. Und das finde ich gut. Also das, was du am Anfang gesagt hast, das klingt quasi auch 1A nach Piratenprogramm. Also da sind wir auf einer Wellenlänge. Moment, Entschuldigung. Wir haben es nicht im Wahlprogramm drinstehen, dass wir das einführen wollen. Wir wollen eine Enquete-Kommission, die sich damit beschäftigt, dass man eben drüber redet, ob es Sinn macht, das einzuführen. Wir haben in der Partei Befürworter, wir haben aber auch Gegner aus den Gruppen, die ich eben genannt habe. Also um es klarzustellen. Ja, und genauso haben wir das auch. Wir sagen auch nicht, wir wollen das bedingungslose Grundeinkommen, Punkt, sondern wir wollen genau das gleiche mit der Enquete-Kommission, damit erstmal überhaupt drüber geredet wird. Denn das bedingungslose Grundeinkommen ist kein Allheilmittel. Es gibt neue Probleme, die dadurch entstehen können. Und es gibt halt auch ganz viele Modelle. Und vielleicht gibt es auch dann ein Modell, was halt diese Kritikpunkte oder die Befürchtung, die du gerade geäußert hast, dass man Mindestlohn noch zusätzlich bräuchte und ähnliches, die vielleicht ausräumt. Ja, dass dieses neoliberale Denken da vielleicht gar keinen Hebel hat. Ja, aber ich finde es gut, dass wir da noch einen weiteren Mitstreiter haben, mit dem man sich da vielleicht mal zusammensetzen können. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und was ich jetzt auch wichtig fand, ist nochmal der Hinweis, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen auf jeden Fall nicht die Lösung von allen sozialen Problemen sein wird. Also das ist eine Veränderung im Sozialsystem, was es vereinfacht und was es menschenwürdiger macht auf jeden Fall. Aber die andere Frage, es gibt eine Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht und es scheint irgendwie ein System zu sein, was irgendwie immer mehr Wachstum erfordert und wo immer mehr Profit gemacht werden soll. Mhm. Dann irgendwie die Frage, das ist ja die Frage, dass das muss ja auch irgendwie Ursachen haben, dass es so ist. Also man kann sich sicherlich auch da nochmal intensiver mit beschäftigen. Warum ist das so? Ist das die Gier, die im Menschen steckt? Ist das irgendwie im System angelegt, dass man sich gegen andere da verteidigen muss, weil man was wegnehmen muss und ist dann vielleicht irgendwie dieser Commons-Gedanke vielleicht auch einer, den man noch weiter ausprägen muss und kann das eine Lösung sein? Aber an solchen Stellen, ich glaube, da sehe ich halt auch, ist für mich halt diese Frage, das ist für mich aus der Kapitalismuskritik raus noch nicht irgendwie klar genug erkennbar. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass man doch irgendwie nicht, dass die Piraten da nicht rangehen und sagen, Kapitalismus abschaffen, sondern halt irgendwie echt diese ganzen Systemfragen einfach mal diskutieren und dann aus allen verschiedenen Denkrichtungen sich mal Input holen. Und das passiert super in diesen AGs, die Piraten da im Moment haben. Also sehr, sehr qualifizierte Diskussion. Wie ist das eigentlich bei den Linken, um das nochmal nachzufragen, wenn ihr euch jetzt für ein Konzept entschieden hättet in dieser Enquete-Kommission? Für Grundeinkommen. Genau, richtig, für das Grundeinkommen. Wollt ihr das dann einfach dann einführen oder wollt ihr dann auch eine Volksabstimmung machen? Wir sind auf jeden Fall auch für Volksabstimmungen auch bei Bundeslagen. Und noch für mehr direkte Demokratie, für mehr Bürgerbeteiligung. Also ich glaube, an dem Punkt müssen wir uns auch nicht streiten. Wenn wir uns jetzt als Partei darauf einigen würden, dass wir das Grundeinkommen haben wollen, geschlossen, wenn das passieren würde, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie das dann umgesetzt werden wollte. Wahrscheinlich würde man dann erstmal einen Antrag im Bundestag einbringen.
Dazu müssen wir erstmal einen Antrag machen, dass die Kommission damit eingerichtet wird. Dann würde man es wahrscheinlich mit einem Antrag im Bundestag versuchen. Ich nehme an, der würde erstmal nicht durchkommen. Ich meine zu wissen, dass es auch bei Grünen und SPD sogar Befürworter von Grundeinkommen gibt, aber nur einzelne. Wahrscheinlich müsste man es erstmal über einen Antrag im Bundestag probieren. Das ist ja erstmal das Mittel der Wahl. Und natürlich, wenn man bis dahin andere Anträge durchgebracht hätte, zu mehr direkter Bürgerbeteiligung, dann könnte man natürlich auch eine Petition versuchen oder eben eine Volksabstimmung, wenn man dann soweit wäre. Soweit sind wir jetzt im Moment noch nicht, aber wenn man sich dann darauf geeinigt hat, oder mal angenommen, die Linke und die Piraten hätten sich darauf geeinigt, dann würde man bestimmt einen Weg finden, das zumindest auf die Tagesordnung zu bringen. Genau, denke ich auch. Und ich denke, gerade dieser Weg, irgendwie die bundesweiten Volksentscheide einfach mal möglich zu machen, ist auch was, was man auf jeden Fall im nächsten Bundestag dann mal angehen müsste. Weil irgendwie die SPD hat jetzt so einen Schaufensterantrag gestellt, die waren total sicher irgendwie, dass es nicht durchgehen würde, weil die Koalition sich da nicht die Blöße geben würde. Und was jetzt spannend wird, ist, es gibt halt eigentlich eine Mehrheit im Bundestag für bundesweite Volksentscheide. Aber es scheitert dann immer wieder an diesem Blockdenken und Lagerdenken, dass dann die FDP nicht mitstimmen, weil sie dann die Koalition gefährden würde. Und dann ja, kann die CDU das halt irgendwie jetzt seit 40 Jahren verhindern. Das ist halt bundesweite Volksentscheide. Das ist ein totaler Skandal. Da muss ich aber ganz wirklich sagen, dieses Blockdenken, das liegt wirklich nicht an der Linkspartei. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist eher so, die CDU zum Beispiel, wenn auf dem Antrag irgendeine Linkspartei dabei steht, dann stimmt die CDU dagegen. Ich kann euch noch eine lustige Anekdote erzählen. Die SPD steht sich ja jetzt so als der Streiter für die soziale Gerechtigkeit und den Mindestlohn da. Ja. Die SPD hat den Mindestlohn im Bundestag bis jetzt immer abgelehnt. Also früher die PDS noch und dann später die Linke hat schon seit Anfang 2000er im Bundestag für Mindestlohn gekämpft. Die SPD hat immer dagegen gestimmt. Und 2009 hat die SPD eine Unterschriftensammlung für den Mindestlohn gestartet. Ja. Die Linke hat sich gedacht, hey, gute Idee, hat den Petitionstext übernommen, als Antrag im Bundestag eingebracht, wortgetreu. Wisst ihr, was die SPD gemacht hat? Enthalten oder dagegen gestimmt? Er hat dagegen gestimmt, gegen ihre eigene Unterschriftensammlung. Das ist mal so kurz als Anekdote. Also mit das Blockdenken schon, haben wir mit der Linken kein Problem. Ist also, schon sehr, sehr albern, was da zum Teil passiert, einfach aus. Irgendwie mit denen mag ich nicht, das ist die aus dem Falschen. Nee, also wir sind gerne bereit, auch was du vorhin gesagt hast, sich auszutauschen eben, auf verschiedene Meinungen. Natürlich, das ist ganz wichtig. Also da sind wir kapitalismuskritisch und meine Meinung ist auch, der Mensch ist nicht von Natur aus kritisch. Ich glaube wirklich, das ist ein Systemproblem, wir erschaffen die wir selbst, aber wir schaffen die quasi. Das ist meine persönliche Meinung. Aber natürlich sind wir da nicht, Kritik ist das eine, aber konkrete Umsätze, da sind wir auch diskussionsbereit und da ist nicht auch der Partei ganz viel. Und auch wenn auch gerne mit euch zu diskutieren, wir das gerade machen. Also das scheitert auch uns nicht, sich auch mit anderen Strömungen sozusagen auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass von vorne auch einfach noch mehr. Und sollten die Piraten mal im Bundestag kommen und daran sinnvollen Antrag einbringen, dann ist die Linke mit Sicherheit auch die letzte, die dann. So viele sinnvolle Anträge einbringen. Ja, und dann wird die Linke auch die letzte Partei sein, die dann irgendwie sagt, auf Piraten finden wir Beruf, legen wir ab. Also wenn dann sinnvoller Antrag kommt, dann. Und unsere Hoffnung ist ja, dass wir da einfach auch diese Kultur aufbrechen können. Irgendwie, ihr habt jetzt als Linke sicherlich schon den Nachteil, dass ihr vorbelastet seid, weil so dieses irgendwie ehemalige Ostpartei ein bisschen noch dran kriegt. Irgendwie das ist inhaltlich sicherlich inzwischen nicht mehr richtig, aber das ist ja immer das, was von SPD und CDU euch vorgebracht haben. Und ich glaube, was eine großartige Sache von den Piraten sein könnte, dass wir dieses Denken aufbrechen können und sagen, wir wollen wirklich über Themen im Bundestag sprechen und wir wollen, dass der Bundestag halt das Parlament wieder wird, was der Regierung Vorgaben macht, dass es nicht mehr so läuft, dass die Regierung irgendwas will, dann sagt der Regierungskoalition, so macht man immer ein Gesetz und dieses System wird umgedreht, dass nicht mehr das Parlament die Regierung kontrolliert, sondern die Regierung einfach die Vorgaben ins Parlament macht und die Leute einfach hinterherlaufen. Und ich glaube, wir brauchen da sehr viel selbstbewusstere Parlamentarier auch, gerade in den großen Parteien. Also ich glaube, solange SPD und CDU da noch eine große Mehrheit haben, müssen wir auch die Leute da stark machen, dass sie nicht jeden Scheiß mitstimmen. Ja, klar. Das ist ja genau das, was wir aufbrechen wollen. Dass es sich leider so anhaftet, das ist leider ein Problem. Aber ich meine, es gibt auch viele Leute wie mich. Ich meine, vor DDR-Zeiten, da war ich gerade ein Jahr aus der DDR zusammengebrochen. Ich habe damit nichts mehr. Aber wie gesagt, so verkrustete Strukturen aufbrechen, das sind wir gerne dabei. Und sich mal zu, dass sie im Bundestag kommen. Aber nicht mit unseren Stimmen. Ja, dann nochmal quasi ein Aufruf. Ja. Sonntag ist Bundestagswahl. Also, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier fabrizieren, das geht ja noch ein paar Stunden lang so. Also, es ist nicht das letzte Gespräch. 60 Stunden, 59 Stunden, glaube ich, ist der Wahl jetzt. Ja, genau. Und
Also ihr könnt immer noch ein Kreuzchen für uns machen, wir würden uns sehr freuen. Ja, natürlich. Aber ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass die Linke definitiv in den Bundestag kommt. Aber bei uns ist es vielleicht nicht ganz so sicher. Also wenn ihr da Interesse an uns habt, dann stellt auch noch Fragen im Pad. Und Katascha kommt nachher auch noch, die werden wir gleich abholen. Ich mache mich jetzt auch gleich von der Couch weg, genau, damit wir mal hinsetzen können. Und ja, ja. Alles klar, war ein schöner erster Vlog, denke ich. Irgendwie hat Spaß gemacht. Schön, dass du rübergekommen bist, Luca. Ja, war richtig klasse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Fragen im Chat habe ich jetzt gerade eben nicht mehr gesehen. Deswegen, glaube ich, haben wir euch alle ausreichend zufriedengestellt. Ja, möchtest du noch was sagen? Falls Hessen zu gucken, bei der Landtagswahl ist ganz wichtig, weil da geht es wirklich um für die Linke um den Einzug ins Parlament. Ja. Und ich denke, da würden die mir auch zustimmen, dass es wichtig ist, dass die Linke im Parlament bleibt. Oder? Ja, okay, müsst ihr jetzt nichts dazu sagen. Falls Hessen zu gucken, Zweitstimme in Hessen für die Linke wäre ganz wichtig. Ansonsten könnte ein Bundestag von mir sehr gut beraten werden, wenn ich dann auch nicht herrschen. Also ich muss sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn die Linke da einzieht. Also bei Wahlomaten wart ihr dann auch, wenn man es mal runterbringt auf Platz 2. Also wir sind da doch schon sehr nah beieinander. Aber ich sehe natürlich auch ein großes Potenzial für die Piraten, dass sie da auch mal mitmischen sollen. Also ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht bei dieser Partei. Also wir brauchen im nächsten Landtag auf jeden Fall eine richtig kritische Opposition. Ja, richtig, genau. Und das ist, und da ist es nämlich am Ende genau, das ist ja auch das, wofür die Piraten auch stehen. Es ist wurscht am Ende, wer bestimmte Sachen umsetzt. Wenn sie in unserem Sinne sind, dann kann es eine Linke sein, dann kann es mein Ding auch eine CDU sein. Aber Hauptsache, sie werden dann halt umgesetzt. Genau, wenn ihr vernünftige Opposition macht und aus dem Grund reinkommt, dann ist das halt auch okay. Also in dem Sinne, informiert euch, am Sonntag wählen gehen. Und wenn ihr Fragen habt, hier geht es noch weiter. Gleich kommt die Katascha. Macht's gut. Ja, prima. Deine Sache das. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Genau. Dankeschön, gell? Ciao. Viel Erfolg. Nein, ja, genau.